ärgerlich mit der Scheibe. Gelandet! Yay! Oh Leute, ich fühle mich lieber nicht. Wenn ich nur annähernd so scheiße aussehe, wie ich mich fühle, dann wollt ihr das nicht sehen. Füllt gerade ihr Visum aus. Wir haben hier das Visum gekauft für 25 Dollar. Und bei uns, beim Reiseveranstalter in der Schlange, da wollten die keine Dollar nehmen, da wollten sie unbedingt 30 Euro haben. Ja, egal. Ist ja nur ein kleiner Unterschied. Aber jetzt haben wir es hier gekauft. Und jetzt geht's gleich weiter zur Passkontrolle. Leute, eins kann ich euch sagen, die Anreise war ein harter Ritt. Erstmal die Fahrt nach Berlin, dann das lange Warten, der Flug und jetzt dieser Bustransfer. Ja, wir haben erstmal noch andere Leute abgeliefert bei anderen Hotels, der Bus ist jetzt leer. Wir sind die letzten Verbliebenen im Bus und jetzt endlich geht's zu unserem Hotel, dem Club Reef. Ja, und da sind wir wirklich mal gespannt, wie es da so sein wird. Boah, hier wird man erstmal gut stimuliert. Und dann werden wir uns erstmal eine Portion Schlaf genehmigen und dann erforschen wir morgen erstmal das Hotel und dann treffen wir uns mit Alex und Anna. Die sind ja ein Hotel weiter oder gebracht im La Brana Tower Bay, da wollten wir auch gerne hin, aber leider war das ausgebucht, kann man nichts machen. Also, bis gleich, wir melden uns aus dem Hotel. So, wir haben uns gerade angemeldet und jetzt werden wir zu unserem Zimmer geleitet. Ich hoffe, es ist ein gutes Zimmer. Er hat gesagt, er hat uns das Beste. Das ist perfekt. Gegeben. Das beste Zimmer im ganzen Pool. Da sind wir mal gespannt. Ich hätte lieber mehr Blick, aber ich bin jetzt erstmal zufrieden mit einem guten Bett. Oh ja. Okay, naja, ich glaube zum Schlafen reicht es, aber ich glaube, wir werden morgen an der Rezeption sein. Siehst du, okay. Ja, schönen Blick auf den Pool. Kommen wir erstmal an, ne? Mhm. Geht ja gut los. Das Ärgerliche ist, wir sind jetzt hier gerade angekommen, die ganze Zeit unterwegs, im Flugzeug auch schon nichts zu essen, gar nichts. Voll Hunger, Durst vor allem, weil die Klimaanlage einen den Hals austrocknet. Wir haben, uns versprochen, dass wir zwei Flaschen Wasser extra gefragt, ob man noch was zu trinken bekommt. Ja, zwei Flaschen Wasser und jetzt gar nichts. Und sogar was, ihr kriegt auch was zu essen. Essen, okay, Essen gibt's ja, ist ja. Soll ich anrufen? Ja, ruf an. So, wir haben Durst. Uns noch zwei Flaschen Wasser versprochen. Hi, this is Karina from room number 515. You promised that there will be water for us, but here is no water to drink. No water. Please, we're thirsty. Thank you, shukran. Bye-bye. Ja, wir sollen Wasser trinken. Ich hoffe, bald. Ist das so eingestaubt? Ja. Ist richtig. Alter, das ist ja dreckig hier, wie Sau. Ja. Joa, das Badezimmer, das sieht so aus. Ist die Minibar überhaupt an? Joa. Ja, das Zimmer an sich ist ja so okay auf den ersten Blick. Was? Kein Klopapier? Echt nicht? Hier ist nur ein kleiner Rest Klopapier. Was? Kleiner Rest Klopapier ist hier nur. Was? Wollen wir das Zimmer wechseln oder was? Na lecker. Ja, also begeistert bin ich nicht jetzt. Also, ja, er kommt jetzt ja gleich, bringt Wasser, oder ist er schon? Aber mal sehen. Da bin ich mal gespannt. The room is not really clean. What is this? Dirty. It's and here is the toilet. This it's dirty. Ja, Koffer brauchen wir gar nicht auspacken. Ne? Am besten
Wir kriegen gleich ein neues Zimmer. Voll eklig, eklige Flecken hier auf dem Bettlaken und so. Da soll ich mich mit dem Gesicht drauflegen, ey. Willst du heute noch das Zimmer wechseln? Ja, am besten ja. Das wäre das Beste. Ja, dann das brauchen wir ja jetzt hier kein Organisieren, dann können wir ja gleich sein. Ja, oder er macht hier sauber, aber ja, besser wäre... Andere Zimmer sind jetzt auch nicht sauber gemacht. Vielleicht haben die ein richtig sauberes Zimmer. Guck mal, der Vorhang, der fällt auch gleich runter da. Die Lampe, Bacon Shave, Head God Lave und überall diese Wollmäuse mit Haaren. Ey, hier ist doch nie richtig sauber gemacht worden. Das ist doch unter aller Sau. Und das nach so einer langen, strapaziösen Anreise. Ich glaube, ich ziehe mir meine Schuhe lieber wieder an. Besser ist das. Ja, ich mag meine hier gar nicht erst aussehen. Also. Bevor jetzt alle denken, Alter, was haben die schon wieder für ein Problem? Erstmal, wir sind in Sharm el-Sheikh. Und wir haben diesmal ein kleines Hotel gebucht. Wir haben auch in Kauf genommen, dass es ein bisschen schlechtere Bewertungen hat als Hotels, die wir uns sonst aussuchen. Aber es war trotzdem aber eine gute Bewertung. Sah es ganz nett aus und die Bewertungen, die wir gelesen haben, die waren eigentlich auch gut. Es ist ein wesentlich einfacheres Hotel als das Dana Beach oder das Albatross Palace, wo wir bisher waren. Aber das macht uns nichts aus, das wollen wir auch mal probieren. Aber solange das sauber ist und ordentlich, ist das ja auch alles okay. Hier gibt es zum Beispiel nur ein Restaurant und so. Aber wenn das nicht sauber ist, das geht gar nicht. So wie Kacke im Klo. Naja, warten wir mal ab. Er holt jetzt die Schlüssel und dann gucken wir uns noch zwei andere Zimmer an. So wie zu unserer Theorie, immer erst einmal beschweren, dann kriegst du ein gutes Zimmer. Ich bin sehr gespannt. Schließ ab, lassen die Sachen erstmal da, gucken wir das neue Zimmer an und dann werden wir sehen. Ich dachte, die werden alle dreckig sein. Hier laufen die Fahrer doch schon mal direkt ins Zimmer rein. Oh, das geht. Ups. Das geht. Licht? Bisschen dunkel, ne? Ja, dann kannst du die Flecken nicht so sehen. Klo ist etwas sauberer. Hallo? Wollmäuse und Haare. Das Telefon ist... Das ist jetzt Zimmer Nummer... 3, das wir gesehen haben. Das ist auch dreckig. Alle Zimmer sind dreckig. Überall diese Wollmäuse, Haare von anderen Leuten. Scheiße. Echt, ey. Flecken auf dem Bett. Also, es geht ja nur darum, wir wollen erstmal schlafen. Aber und? Wir mögen uns doch noch nicht mal ins Bett legen. Guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Das ist doch echt ekelhaft. Geht gar nicht. Die wollen uns erzählen, ja, wir kommen ja in der Nacht und die machen morgen sauber, aber die wissen ja, dass wir kommen. Und dann kann man doch das Zimmer morgen sauber machen. Die wollen uns nicht erzählen, dass man hier in ein dreckiges Zimmer, also, ja, es ist ja dreckig. Oh Mann. Ja, wir gehen jetzt zurück zum ersten Zimmer. Ah, ja, schon so guckt, ne? Hier liegt auch schon überall Müll rum. Es ist hier alles so in allen Ecken und so. Das ist alles schon so schmuddelig hier und dreckig, der ganze Laden, also... Da haben wir uns zu früh gefreut. Bedient. Ja gut, wir sind jetzt wieder in dem ersten Zimmer, wo wir waren. Ist ja auch dreckig und so, aber hier auch so ein Fleck, den einfach nicht weggewischt. So unter aller Sau irgendwelche Sonnenblumenkerne, die hier unterm Bett und an den Seiten und überall liegen. Und überall diese Wollmäuse, die hier rumtanzen. Aber eklig, da auch bei dem anderen Bett da Haare und so. Da waren ja die Kopfkissen noch nicht mal bezogen und so. Hier sind die Kackspritzer da im Klo. Das ist aber ein Urinstein oder so, was sich da abgelagert hat. Das ist auch abartig. Aber hier die Kackspritzer da. Das geht doch gar nicht, ey. Ich bin nicht krüsch, ne? Aber da ekel ich mich absolut vor. Das kann man gar nicht über YouTube zeigen. Das ist auch unter aller Sau. Das ist ja. Das kann man gar nicht
Das können wir euch gar nicht zeigen, aber wir tun es trotzdem. Aber ich habe gut daran getan, das hier einzupacken. Das habe ich eingepackt. Aber ich sprühe das jetzt dick ein, alles mit Desinfektionsmittel. Putze ich jetzt mal selber das Klo hier. Ich komme hier an im Hotel, putze erstmal selber das Klo. Aber ich will mich halt trotzdem nicht raufsetzen, auch wenn ich das dreimal desinfiziere. Guten Morgen, das ist der nächste Morgen. Ich bin jetzt hier so ein bisschen nur barfuß rumgelatscht, weil ich ja gerade aus dem Bett komme. Und da sieht man nochmal, wie dreckig das hier ist. Nochmal, der ganze Fußboden. Ja, das ist einfach nur eklig. Also, wir sollen ja gleich zu diesem Begrüßungsgespräch und dann werden wir mal sehen, ob wir das Zimmer oder vielleicht sogar das ganze Hotel tauschen können. Der Ausblick ist schön natürlich hier aufs Meer und so. Aber was nützt das, wenn man sich eine Infektion einhandelt? Geschlafen haben wir nicht so gut, weil die Betten total, die Matratzen durchgelegen sind. Ja, gehen wir erstmal zu diesem Gespräch und dann später mehr. So, wir sind in unserem Hotel. Wir haben jetzt ein bisschen geschlafen. Und ich dachte, ich fange nochmal von vorne an, weil gestern Abend war man ja doch recht kaputt und gereizt und hat vielleicht etwas überreagiert, habe ich so gedacht. Aber naja, also es ändert ja nichts am Zustand, dass die Zimmer, wir haben 4 Zimmer angeguckt, dass alle Zimmer dreckig sind. Ja, das ist eigentlich hier der Kühlschrank. Da blättert die ganze Farbe ab und das bleibt natürlich überall hängen. Das ist einfach ekelhaft. Also da könnte ich ja sogar noch drüber hinwegsehen, aber es ja, sind, so, wenn alles eine es Sache sind so einfache Sachen, so ganz offensichtliche Sachen, die dreckig sind. Ich bin auch niemand, der mit dem Finger irgendwo dann groß rüberwischt, außer ich gebe viel Geld aus und sage, es muss wirklich alles tipptopp sein. Aber es sind so offensichtliche Sachen. Sieht man das jetzt hier? Nee, ne? Doch. Also, der ganze Spiegel ist noch voll mit Wasserflecken. Ich meine, also hier die Schmiererei sieht man ja ganz offensichtlich. Da hängen noch irgendwelche Spuckreste. Da ist alles voller Zahnpasta. Die Toilette haben wir euch ja gestern Abend schon gezeigt. Die haben wir jetzt gestern Abend provisorisch gereinigt. Wir haben sie desinfiziert. Wir haben Gott sei Dank ja Desinfektionsmittel mitgehabt. Aber nun habe ich den Fehler gemacht und habe mal das Bett geschaut. Und diesen Anblick möchte ich euch auch nicht verwehren. Schaut doch mal bitte und dann könnt ihr uns ja mal sagen, ob ihr das so hinnehmen würdet. Oh, ich mag mich. Ich, ruhig gebrochen und alles. Ich mag mich gar nicht auf den Boden ablegen. Wäsche gleich die Finger. Guckt euch das mal bitte an, was da alles schon drunter liegt. Da haben wir irgendwelche Becher, Flaschen. Was man jetzt nicht mehr sehen kann, sind die durchgebrochenen Lattenröste. Nee, also sorry, Leute. Sorry. Das geht gar nicht, oder? Also... Corinna, wir müssen diesen Dicken anrufen. Diesen Urlaubsretter aus dem Fernsehen. Ich habe tatsächlich seine Nummer von RTL. Ruf an. Ja, you get what you book, ne? Aber das... Also... Nee. Das war ja nicht ganz billig. Wo bist du denn? Da. Das war nicht eigentlich so ganz billig, war es nicht. Also. Nee. Eigentlich kann man da erwarten. Also, selbst wenn es ein einfaches, wie gesagt, ich habe es ja gestern Abend schon erklärt, selbst wenn es ein einfaches Hotel ist, bin ich der Meinung, kann man erwarten, Sauberkeit. Mhm. Einfach, okay, es gibt nur ein Restaurant und die Anlage ist nicht so groß, es gibt nur ein oder zwei Pools, alles in Ordnung. Ja. Aber Sauberkeit, da kann ich doch keinen Abstrich hier machen. Nee, das geht nicht. Da hatten wir schon mindere Hotels mit weniger Sternen, die sauberer waren. Gut, soviel dazu. Wir gehen jetzt erstmal so ein bisschen unsere Hüllen wieder auffüllen mit Flüssigkeit und gucken mal, ob wir was Essbares finden. Ich traue nicht, dass uns da die nächste Katastrophe erwartet. Und danach gehen wir zu diesem Gespräch und dann mal sehen. Werden wir uns beschweren und hoffen, dass das Zimmer entweder komplett gereinigt und desinfiziert wird oder ja, vielleicht, wenn das möglich ist, verlassen wir sogar das Hotel. Wir schauen einfach mal. Vielleicht haben sie uns ja die Sahnestücke von Zimmern noch vorenthalten. Es ist nur so, wenn das Zimmer schon so dreckig ist. Ach, ich hoffe, das Restaurant ist sauberer.
weil sie noch sagen wollte, wir gehen zum Mittagessen. Also wir haben schon mittags und es hieß ja gestern Abend, morgens werden die Zimmer immer gereinigt. Und da habe ich ja gesagt, ja, aber dann wäre es doch jetzt hier auch sauber. Sie wussten noch, dass wir kommen. Ich sagte, naja, kann er nicht, hat er keine Handhabe drin, er arbeitet hier nur nachts. Okay, aber wir haben es jetzt mittags und es war immer noch keiner da, um unser Zimmer heute zu putzen. Also irgendwas stimmt da ja dann auch nicht. Naja, es bleibt spannend.